Finaltag bei der Junioren-U18-Verbandsmeisterschaft, nachdem sich am Samstag im Halbfinale bei den Mädchen Rot-Weiß gegen die Zehlendorfer Wespen durchsetzen konnte und Blau-Weiß nach Gleichstand im Einzel beide Doppel für sich entschied, kam es am Sonntag zum Finale Blau-Weiß gegen Rot-Weiß. Und ja, hier konnte man schon von einem eindeutigen Ding sprechen. Sowohl Kim Bohlen, Nuscha Schüttler, Janikula als auch Milena Dalwitz mussten sich gegen die starke Konkurrenz des LTTC Rot-Weiß jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Luca Bohlen war die einzige der vier Damen von Blau-Weiß, die das Match bis in den dritten Satz tragen konnte. Doch auch sie musste sich im Match-Tiebreak letztlich der heute einfach zu starken Adelina Krüger geschlagen geben. Also kein Finale im Damen-Doppel, 4:0 Matchpunkte und damit ein vorzeitiger verdienter Sieg für die jungen Damen des LTTC Rot-Weiß, Verbandsmeister 2018 in der U18. Nicht ganz so eindeutig verlief es bei den männlichen Kollegen. Auch hier konnte sich am Samstag Rot-Weiß in den Einzeln mit einem 3:1 gegen Kontrahent Nicolas C. durchsetzen. Obwohl beide Teams ohne nominelle Nummer 1 auskommen mussten, war auch hier das gezeigte Tennis auf sehr hohem Niveau. Der LTTC entschied beide Doppel für sich und stand somit im Finale. Ebenso das SCC-Team, das mit seinem überaus stark besetzten Team alle Einzel gewinnen konnte. Doch dazu sollte es am Sonntag nicht kommen. Zwar konnten Benito Sanchez und Pit Malajczak sich souverän gegen die rot-weißen Gegenspieler durchsetzen, doch auf den anderen Courts gab es mehr Widerstand. Jonas Peller-Hartenstein konnte sein Match gegen Steve Mund mit 7:6 im zweiten Satz für sich entscheiden und nun war wieder alles möglich. Es wäre gut, wenn Nino an 1 gewinnt und dann müssen wir gucken, wie wir die Doppel am besten aufstellen, taktisch, damit wir am besten noch gewinnen am Ende. Und Nino Ehrenschneider gewann tatsächlich. In einem spannenden Match konnte er sich in 2 Sätzen gegen Finn Stodder durchsetzen und nun schauten alle auf die Finals im Doppel. Das war alles okay. Also heute, wir haben 2 Einzel gewonnen, 2 verloren. Also das war okay, 2 beide und jetzt geht das Entscheidung. Für unsere Gegner, das war ja von vornherein klar von SCC, die haben ein sehr starkes Team an allen Positionen ausgeglichen. Und wir haben hinten etwas jüngere Spieler. Ganz klar die Favoriten, würde ich sagen. Und wir haben jetzt nochmal die Chance, ja, als Außenseiter hier die richtig zu ärgern. Nach einer Außenseiterposition für Rot-Weiß sah es jedoch zunächst gar nicht aus. Den Zuschauern bot sich hier ein sehr ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe, das am Ende mit beiden Sätzen 6:4 an den LTTC Rot-Weiß ging. Aufgrund der Witterungsbedingungen musste das zweite Doppel in die Halle verlegt werden, was der hier gebotenen Klasse keinen Abbruch tat. Nach 2 Sätzen hatte auch diese Partie einen Gewinner, der auch den Gesamtsieg für sich entscheiden konnte. Ja, also das letzte Spiel, das war unfassbar. Also das war halt sehr eng, es war hart umkämpft. Es gab viele knappe Bälle, viele gute Bälle. Also hat man schon gemerkt, dass es halt das Endspiel der Berliner Meisterschaften war. Auch Hauptstadtsport TV gratuliert dem Tennisclub SCC zum hart erkämpften Sieg und zur Verbandsmeisterschaft.